Ja, wir kommen jetzt zum Ende des psychologischen Untersuchungsgespräches. Hier wird von Seiten des Gutachters nochmal zusammengefasst, was Sie gesagt haben. Das spiegelt Ihnen damit auch nochmal wieder, wie die Dinge angekommen sind, die Sie gesagt haben. Und für Sie ist es eine Gelegenheit, sich auch nochmal zu allen Sachverhalten zu äußern, wenn Sie das möchten. Vielleicht haben Sie an der einen oder anderen Stelle das Gefühl, das ist jetzt vielleicht noch nicht ganz rübergekommen, dann können Sie an der Stelle auch nochmal etwas sagen. Und am Ende des Gespräches gibt Ihnen der Gutachter auch nochmal einen Ausblick darauf, wie die Untersuchung voraussichtlich ausgehen wird, also was das Ergebnis der Begutachtung sein wird. Gibt es denn jetzt von Ihrer Seite noch irgendwas, was Sie sagen, will ich unbedingt heute loswerden, will ich noch ergänzen, hat die gar nicht nachgefragt? Also von meiner Seite aus geht es eigentlich so in Richtung Beendigung des Gesprächs, will Ihnen auch gleich nochmal eine Rückmeldung geben. Aber erstmal ist es mir wichtig, dass Sie so das Gefühl haben, ich konnte hier jetzt alles loswerden, was ich auch zu sagen hatte. Ja, also grundsätzlich eben, dass ich wirklich auch versuche, weniger zu trinken, dass das rausgekommen ist. Ja. Da kann ich vielleicht gerade meine Rückmeldung anschließen, weil das, finde ich, ist sehr gut rausgekommen. Ich habe den Eindruck, Sie haben da eine richtig gute Veränderung in Ihrem Trinkverhalten vorgenommen, wo ich nur so ein bisschen den Eindruck habe, das könnte auf Dauer problematisch werden, ist, dass Sie sozusagen wenig, ich sage jetzt mal, lebenswerte Alternativen so darstellen konnten. Das haben Sie vielleicht auch ein Stück weit selbst gemerkt. So richtig zufrieden mit dem, wie es so läuft, sind Sie noch nicht. Ja. Und für mich geht das, muss natürlich erst noch auch die Ergebnisse noch vom Arzt abwarten, aber für mich geht es von der Tendenz her in die Richtung einer Kursempfehlung. Also ich habe sehr wohl wahrgenommen, dass Sie die richtigen Schritte jetzt eingeleitet haben, Ihr Trinkverhalten umgestellt haben und im Gespräch mit mir haben Sie, glaube ich, aber auch gemerkt, an der einen oder anderen Stelle war ich etwas skeptisch und ich denke, Sie können das gut vertiefen unter fachlicher Anleitung. Und das ist wahrscheinlich sozusagen das, was in Ihrem Gutachten stehen wird. Ja? Was bedeutet das jetzt genau mit dem Kurs, also führerscheinmäßig? Genau, führerscheinmäßig heißt das, wenn die Führerscheinbehörde das Gutachten so, wie ich es schreiben werde, nachvollziehen kann und die Kursempfehlung so auch mitträgt, das ist in der Regel auch der Fall, dass Sie dann einen Kurs absolvieren innerhalb von 4 bis 6 Wochen. Danach eine Teilnahmebescheinigung bekommen und mit der Teilnahmebescheinigung dieses Gutachten positiv ist. Das heißt, Sie müssen nicht nochmal erneut zu einer MPU. Das heißt, Sie können damit rechnen, in einem relativ kleinen Zeitraum, Rahmen, Ihre Fahrerlaubnis wiederzubekommen. Gut. Okay, gut. Ja. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Dankeschön. Am Ende der gesamten MPU gibt es natürlich eine Verabschiedung, das ist ganz klar. Und es wird Ihnen auch nochmal erläutert, wie es jetzt nach der Untersuchung weitergeht. Ihr Gutachten bekommen Sie in etwa 7 bis 10 Tagen. Ein positives Gutachten, das ich Ihnen natürlich von ganzem Herzen wünsche, das tragen Sie natürlich sofort zur Führerscheinstelle, denn damit bekommen Sie ja Ihre Fahrerlaubnis wieder. Ein wichtiger Hinweis, falls das Gutachten nicht positiv ausgegangen ist. Es ist Ihr Eigentum, dieses Gutachten. Sie entscheiden, was damit passiert. Sie sind nicht verpflichtet, es bei der Behörde abzugeben. Wir unterliegen der strengsten Schweigepflicht. Von uns erfährt niemand das Ergebnis der Untersuchung. Aber natürlich wollen wir über diesen Fall vielleicht gar nicht so ausführlich sprechen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, dass Sie ein positives Gutachten nach 7 bis 10 Tagen bekommen. Hallo. Also ich glaube, ich bin jetzt soweit fertig. Ist noch. Schauen wir mal nach, Herr Schaller. Sie waren beim Arzt, Sie haben den Test gemacht und Sie waren bei der Psychologin. Ja. Die Fragebögen haben Sie abgegeben, dann ist soweit alles fertig. Ihr Gutachten kommt innerhalb der nächsten 10 Tage. Falls Sie noch irgendwelche Fragen haben, falls Ihnen noch irgendwas einfällt, können Sie uns natürlich gerne anrufen. Dankeschön. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag heute. Danke, tschüss. Wiedersehen. Ja, das war eine vollständige MPU. Erstmals hautnah in einem Film zu sehen. Und ich denke, es war für Sie eine hervorragende Gelegenheit, sich ein ganz genaues, präzises und ehrliches Bild von der MPU zu machen, mit Informationen aus allererster Hand. Ich sage es nochmal ganz deutlich, Sie brauchen keine Angst haben vor der MPU. Wichtig ist, dass Sie sich darauf vorbereiten,
dass sie sich mit dem Ganzen auseinandersetzen und dass sie die Möglichkeiten, die ihnen dafür zur Verfügung stehen, nutzen. Besuchen Sie uns also auf unserer Homepage oder kommen Sie zu einem kostenlosen Infoabend. Hier findet heute jetzt gleich einer statt. Machen Sie vielleicht ein Beratungsgespräch oder nutzen Sie eines der Kurs- und Schulungsangebote, die Ihnen zur Verfügung stehen. Wichtig ist, lassen Sie sich keinen Bären aufbinden. Vertrauen Sie auf unsere Informationen. Ich und meine Kollegen stehen Ihnen jederzeit sehr, sehr gerne mit Rat und Tat zur Seite. Auf Wiedersehen.